Ja, aus aktuellem Anlass möchte ich hier einen Raum stellen, wo wir diese unsägliche Wut, diesen Hass gegen all diesen Bullshit, den wir täglich sehen, hören, zugetragen bekommen, all das, was uns so oft den Tag versaut, all das, was uns so hilflos macht, all das, was wir im Außen sehen, gerade jetzt, Krieg, Unterdrückung, Menschen verlieren ihre Existenzen, Menschen sind krank, Menschen sterben, Menschen haben ganz, ganz viel Angst und wir kriegen das alles mit. Und das macht so wütend. Das macht so wütend und es macht so hilflos. Und ich möchte dir hier sagen, ja, du hast recht. Du hast recht. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, wie sich die Menschen ausliefern, wie sich die Menschen auch zum Teil aufgeben. Es ist auch zum Kotzen, wie hart manche arbeiten und nichts dabei rauskommt. Es ist zum Kotzen, wie viel Menschen kämpfen und doch sehen wir immer wieder dieses Leid, dieses unglaubliche Leid. Wir sehen so viel Leid und das macht wütend. Das macht so, so wütend. Und ich verstehe dich. Ich habe das auch immer wieder, mein ganzes Leben. Diese Rebellion, das ist nicht recht, das ist nicht recht, das ist Unrecht. Es wird Unrecht getan, es wird den Menschen nicht gerecht. Unsere Welt, unser System ist den Menschen nicht gerecht, es ist den Tieren nicht gerecht, es ist der Natur nicht gerecht, es ist nichts gerecht. Und ich bin auch so einen langen Zeitraum in meinem Leben mit so einem dicken Hals und so einer Wut gegen diese Unachtsamkeit, diese unachtsamen Menschen, diese rücksichtslosen Menschen, mit einer unglaublichen Wut, warum nicht mehr Liebe da ist, warum nicht mehr Verständnis da ist, warum nicht mehr Unterstützung da ist, warum man nicht Gutes tut, warum tut man nicht mehr Gutes? Und es wird so viel gespendet und alles Mögliche. Und ich möchte ja auch so viel Gutes tun. Und ich habe nicht so viel Geld. Und es geht nur mit Geld, dass Gutes getan wird. Und Geld muss besser kanalisiert werden. Und so weiter und so fort. Du kennst das. Und du hast recht. Du hast so, so recht. Das ist Unrecht. Es gehört nicht so. Wir sind hier, um anders zu leben. Wir sind hier, um anders miteinander umzugehen. Wir sind hier, um in Liebe zu leben. So, und jetzt hat mich das auch sowas von gebeutelt und getriggert. Und ich kann dir nur sagen, ich verstehe dich so, so, so gut. Und wenn ich zu viel konsumiere von diesen Nachrichten, von dieser 3D-Realität da draußen, wenn ich mir das reinziehe, wenn ich mich in diese Realität begebe, dann werde ich wütend. Dann wird es mir schlecht. Dann geht es mir schlecht. Dann bin ich kraftlos. Dann bin ich machtlos. Weil ich das Gefühl habe, gegen einen Riesen, gegen einen Goliath komme ich nicht an. Ich kann nichts verändern. Es ist schrecklich. Es ist unsäglich. Und was kann ich tun? Ich kann Widerstand machen. Ich kann protestieren gegen. Ich kann schreien. Ich kann revolutionieren. Wir haben es alle getan. Im Kleinen, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, wie im Großen. Und wenn du dich auskennst mit Energie, dann weißt du, dass alles Energie ist.
und dass du Energie bist und dass du Energie und Schwingung kreierst durch deine Gedanken in dir. Und damit kannst du verändern. Das ist die Kraft der Veränderung, wenn wir energetisch uns selber verändern. Und da können wir unsere Kraft, unsere Power nicht woanders auslassen, indem wir Scheiße konsumieren, die ganze Zeit, indem wir uns, unsere Aufmerksamkeit, unser Sein, unser Wesen, unser Seinszustand mit Informationen füllen, die uns Kraft und Macht nehmen. Du musst aufhören, Scheiße zu fressen, die dich zum Kotzen bringt. Wenn du etwas tun willst, wenn du etwas verändern möchtest, im ganz, ganz großen Stil, musst du wissen, wie es geht. Und es geht nur, indem du dich veränderst. Und du kannst dich nicht verändern, indem du permanent all dieses Elend konsumierst. Weil damit verstärkst du das Elend mit Aufmerksamkeit, mit Energie. Du produzierst elendliche Energie, die das Elend größer macht. Und das Elend wird nur kleiner, wenn die Liebe, wenn die Menschlichkeit, wenn die Unterstützung, wenn der Respekt für das wahre menschliche Leben, für unser Leben, für unseren Lebensraum, die Liebe ist Respekt für unser Leben, für unser Lebensraum, da ist und größer wird und wächst und wächst. Und je mehr Menschen das für sich tun, desto schneller geht's. Desto schneller sehen wir es im Außen. Desto schneller kommen Veränderungen. Wenn jeder Mensch das begreifen würde und sich an die Arbeit machen würde und nicht glauben würde, wenn ich die Augen verschließe, bin ich ein schlechter Mensch. Wenn ich nicht weiter kämpfe gegen das Böse, bin ich ein schlechter Mensch. In dem Moment, wo du begreifst, dass wenn du gegen das Böse kämpfst, dass du das Böse nährst und dass wenn du aber die Liebe in dir selber groß machst, zuerst die Liebe zu dir selber groß machst, wirst du Veränderung bewirken. Erst im kleinen Kreis, in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deinem Business, in deinem kleinen Umfeld. Aber das wird größer. Das wird ein Ripple-Effekt, der von dir ausgeht. Wie ein kleines Kieselsteinchen, das im Wasser seine Kreise dreht und größer wird und irgendwann am anderen Ufer ankommt. Sei doch du, dieser Kieselstein, verändere du dich, habe deinen Fokus nur auf dich, nähre dich mit dem Guten, mit der Liebe, mit der Wahrheit, mit der Göttlichkeit. Lebe so, in Liebe und nicht in Hass. Du kannst nicht Dinge verabscheuen und hassen und gleichzeitig in der Energie der Liebe leben. Das geht nicht, du musst dich entscheiden. Und weißt du, so oft merken wir nicht, wie dieser Hass, den wir spüren, sich auch gegen uns selber richtet. Weil wir meinen, wir müssten etwas tun, wir müssten aktionieren, wir müssten tätig werden, ohne dass wir in der richtigen Energie sind, ohne dass wir die richtige Ausrichtung, Verbindung haben zu der absoluten einzigen Wahrheit, wer wir wirklich sind als Menschen. Es gäbe niemanden Böses, wenn alle wissen, wer sie sind in Liebe und in Fülle und in Klarheit und in Wahrheit
Wo soll denn das Böse dann sein? Wenn alle wüssten, worüber würden alle streiten, worüber würden alle kämpfen, wenn alle wüssten, dass für alle in höchster Fülle und Liebe alles da ist. Dass es nur darum geht, sich selber in den energetischen Zustand, in diese energetische Schwingung zu versetzen. Die Schwingung entsteht in dir, in deinem Innern. Wenn du aber deine innere Schwingung dem Außen angleichst, das dir nicht gefällt, dann bist du in der Mühle, dann bist du gefressen, dann bist du abhängig. Erst wenn du diese Abhängigkeit abkoppelst, in deine Wahrheit gehst, weißt und lernst, wer du in Wahrheit bist, und aus dieser Wahrheit heraus dein Leben in deinem kleinen Umfeld gestaltest und lebst, diese Energie hältst, diesen Raum hältst, für dich zuallererst, dann veränderst du, dann verändern sich die Dinge, dann verändert sich die Welt. Du hast es immer schon gehört, verändere dich selbst, dann verändert sich die Welt. Warum tut es denn niemand wirklich durchgängig? Weil da immer wieder die Nachrichten kommen, weil da immer wieder die Informationen kommen, weil da immer wieder die Narrative kommen, weil da immer wieder die Kampagnen kommen. Nähre dich mit den Informationen, die dir gut tun. Hier gibt es auch, ich wollte früher mal einen Good News Channel an den Tag legen. Es gibt so viele Good News. Aber ich brauche keinen Good News Channel. Ich habe so viele Good News in meinem Leben, in meinem engeren Umfeld und ich sehe sie nicht. Du hast so viele Good News. Auch du, so viele Good News. So viel Großartiges, du hast so viel Liebe. Aber nein, du verbeißt dich lieber ins Außen, kämpfst, anstatt da zu arbeiten, wo es wirklich nachhaltig ist. Du versuchst nachhaltig zu leben. Aber dein Inneres ist nicht nachhaltig. Es schwankt hin und her wie ein Kuhschwanz auf der Weide. Und du erzählst mir von Nachhaltigkeit und man sollte doch nachhaltig produzieren, anbauen, verkaufen, bla bla bla, nachhaltig leben. Wie nachhaltig ist deine Energie? Wie nachhaltig ist dein Fokus auf das Gute? Wie nachhaltig ist dein Fokus auf die Liebe? Wie nachhaltig ist dein Fokus auf die Wahrheit? Auf das, was du wirklich bist? Ist diese göttliche, perfekte Wesenheit mit aller Kraft ausgestattet? Wie nachhaltig bist du bei deinen wunderbaren Visionen? Wie nachhaltig verfolgst du diese? Fang bei dir an. Arbeite an dir. Hör auf, Hass zu konsumieren. Hör auf, Zeug gegen dich, gegen die Welt wahrzunehmen. Ändere den Fokus, ändere die Perspektive. Sei du die Veränderung. Du musst es machen und nicht immer nur nach außen schauen und schauen, wo es niemand macht, wo es nicht gemacht wird. Ja, aber ich mache doch Mülltrennung, aber ich lebe doch nachhaltig. Aber du fühlst dich scheiße. Deine Energie ist hasserfüllt. Du bist eine Hassschleuder. Du ärgerst dich im Verkehr. Du ärgerst dich über alles. Du ärgerst dich. Du bist verärgert. Du bist verhärmt. Du bist eng. Du bist klein. Du fühlst dich nicht gut. Sorge dafür, dass du dich gut fühlst. Darum geht's. Darum geht's, darum geht's, darum geht's. Darum geht's, dass wir das jetzt tun, dass wir das tun. Und nicht das, was uns beigebracht worden ist. Nicht das, was immer wieder verstärkt wird, was immer wieder erzählt wird, sondern es ist das zu tun, was du in deinem Herzen spürst. Es ist das zu tun, was ich dir jetzt gesagt habe, dass du nicht mehr hasserfüllt sein musst, dass sich im Außen etwas ändert. Dass du
ein wunderschönes Leben führen kannst und dass du deine Augen nach außen richten kannst, auf die Dinge, die wunderbar sind, auf die Dinge, die du erschaffen hast, auf die Schönheit, auf die Liebe, auf die Unterstützung, auf die Fülle, die du erschaffen hast in deiner kleinen Welt. Und wenn das jeder tut, dann haben wir es in der großen Welt. Verstehst du das Prinzip? Nur so geht's. Zieh dich zurück. Geh in dich. Verstehe, wer du wirklich bist. Reguliere deine Energie nachhaltig. Sei ein Leuchtturm der Liebe. Und das ist zu lernen. Diese Perspektiven sind zu lernen. Es ist ein neues Weltbild. Du musst wissen, wer du wirklich bist. Du musst wissen, was es heißt, als dieses perfekte, göttliche, liebende Wesen hier rumzulaufen. Und das fängt bei dir an. Liebe dich göttlich. Verwöhne dich göttlich, unterstütze dich göttlich. Erst dann ändert sich deine Energie, erst dann ändert sich dein Denken, erst dann ändern sich deine Vorstellungen. Deine Vorstellungen und deine Gedanken kreieren, sie zeigen sich im Außen. Tust du, dann wirst du sehen in deinem kleinen Leben, wie viel sich verändern kann. Und dann hast du eine Vorstellung, wie sich im Großen alles verändern kann. Bitte nimm es dir zu Herzen. Tu das Richtige und lass dir nicht sagen, was das Richtige ist. Das Richtige ist die innere Arbeit. Aus Vertrauen auf Fülle und Gesundheit und Perfektion. Das ist das Richtige zu tun. Darum geht's. Kümmere dich um dich selber. Kümmere dich um deine Energie. Stecke andere mit deiner Energie des Vertrauens, der Wahrheit, der Fülle, der Gesundheit an. Das ist das Richtige. Tu jetzt das Richtige. Tu das Richtige. Jetzt musst du das Richtige tun. Und du weißt, was das Richtige ist. Nicht irgendein Firlifanzi, der dir eingeredet wird. Das Richtige ist genau das, was du hier spürst, so fest. Was du schon immer wolltest. Du wolltest schon immer, dass die Welt so viel mehr Liebe lebt, tust du. Und das kannst du nicht, wenn du eintunst in das, was dir geboten wird, was aber nicht dem entspricht, was du willst, dann musst du lernen, dich auszutunen. Es ist ein Weg, es ist nicht einfach, aber es ist der einzige Weg, der dich dahin bringt, wo du sein willst. Der dich dahin bringt, wo du in dieser Welt sein willst, der dir die Welt erschafft, die du haben möchtest. Ich kann dir nur ein Angebot noch machen. Die Frau, die alles hat, ist für Frauen. Wir sind auch für Männer da in 1:1 Coachings. Wenn du das Richtige tun willst, das wirklich Richtige, das absolut Richtige, dann tu es für dich. Dann komm. Heute Abend, nächster Call, die Frau, die alles hat, Experience. Steig ein, du kannst dabei sein, kriegst die Aufzeichnung der letzten beiden Mal. Du transformierst dich, du transformierst die Welt. Du bist nicht mehr hasserfüllt, sondern liebeserfüllt. Du bist ein absoluter Liebesjunkie und damit veränderst du. Es ist nur Energie, es geht um die Energie. Wie kannst du nachhaltig die Energie der Liebe, der Göttlichkeit, der Perfektion, der Unterstützung, der Fülle generieren. Das ist dein Job. Bis dann. Ciao.